Empfehlung eines Trinkers. Trinkabenteuer von und mit Jörg Meyer. Geschätzte Freunde guter Getränke, ich bin mir nicht sicher, was das hier wird, denn ich glaube, es gibt sehr starke Hintergrundgeräusche. Ich sitze hier mit Herrn Busch auf einem Trinkabenteuer der besonderen Art in einer extrem guten Bar in Mallorca. Das ist hier das, wie heißt das nochmal? Gutisar? Nein, das war der Whisky, den wir gerade getrunken haben. Ich muss dazu gestehen, wir haben, wenn man formell richtig sein möchte, wir haben leicht ein Sitzen. Aber ganz gut, ja. Wir ganz haben, leichten. Wir haben so ein paar Boilermaker gecheckt. Egal, also die Bar heißt Chapeau 1987 oder so. Wir suchen gerade hier mal so. Egal. Ich muss sagen, extrem gute Bar. Das ist das. Ja, ja, Chapeau. Ich war richtig, Chapeau 1987. Das ist sozusagen das Le Lion von Palma de Mallorca. Ist richtig geil. Bitte eins klarstellen: Wir sind noch nicht ganz so besoffen wie wir. Ich habe nur gesagt, wir sind leicht tipsy. Das stimmt. Wir haben, also die Geschichte ist folgende, trinkabenteuermäßig. Wir sind, nachdem wir uns hier mit unserem Kunden, weil wir machen hier ein tolles neues Hotel auf Mallorca, und zwar in Port Soller, und zwar nicht in Palma, aber wir haben uns heute hier getroffen und haben ein paar Sachen besprochen. Wir sind dann von 18 Uhr durch die Häuser gezogen, haben ein paar Tapas gegessen und ein paar Biere getrunken. Waren sehr gut essen und haben uns dann hier an die Bar gesetzt. Und tatsächlich habe ich den Eva-Gin für mich entdeckt aus Mallorca, von dem ich oft und viel gehört hatte. Der gefällt mir extrem gut mit seiner Zitronen-Wacholder, sehr lastig, sehr kräftig. Mir hat das sehr gut gefallen. Und dann habe ich hier mit dem André mich an die Bar geschraubt, nach ein, zwei Gin Tonics. Und wir haben angefangen, wegen der guten alten Zeiten Boilermaker zu trinken. Wir dachten uns erst als klassischer Kontermove weg vom typischen, du lachst André, das war aber so. Wir haben uns gedacht, wir trinken einfach ein kleines Bier und einen geilen Cutty Shark Scotch. Also den billigsten Scotch, den wir hier finden konnten. Dann haben wir festgestellt, dass leider die Prohibition-Version war, die war nicht ganz so billig. Aber der war lecker, verdammt lecker. Das hat sie gerettet, die war sehr, sehr lecker. Haben wir einen kleinen Bourbon Boilermaker getrunken und dann haben wir uns hier an den Hibiki 17 rangearbeitet, der leider extrem gut ist, aber leider irgendwie, ich glaube, 40 Euro das Glas kostet, aber sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir uns entschieden, weil wir haben einen relativ frühen Flug, wir möchten noch Manhattan trinken und wenn es einen Manhattan-Spezialisten auf der Welt gibt, dann ist es André B.U.S.C. Der macht den Dab. André, was ist dein Lieblings-Manhattan? Ganz ehrlich gesagt ist das untypisch eigentlich mit deinem Bourbon, mit dem Melaya 12er und dem Antica Formula. Kleine zwei Dashes Angostura Bitter, richtig kalt gerührt, fertig. Das ist wirklich meiner Meinung nach der beste Manhattan, den man bekommen kann. Mit welchem Whisky? Mit dem Melaya Craig, 12 Jahre alt. Also Bourbon? Genau, untypisch für einen Manhattan. Normalerweise mit dem Rye, aber in dem Fall mit dem Bourbon. Als das Gerücht entstanden ist, dass Elijah Craig vom deutschen Markt verschwendet war, mittlerweile kriegt man nur noch so gefakte Versionen, die, ich glaube, steht gar nichts mehr drauf, oder steht 8 Jahre drauf? Ich glaube, der Durchschnitt ist 8 Jahre, steht nichts mehr drauf. Ne? Mittlerweile steht da einfach nur ein Small Batch drauf, aber keine Jahresanzahl. Ich glaube, da hat André auf, bei allen Händlern, ich glaube, André hat in der Wohnung wahrscheinlich 400 Flaschen Elijah Craig 12 Jahre gebunkert. Es können auch 600 sein, ich weiß es nicht. Er hat alles bestellt, was man finden konnte. Sind auf jeden Fall nicht in meiner Wohnung, sondern in einem geheimen Ort, auf der, an mehreren geheimen Orten auf der Welt versteckt. Er hat mir gerade stolz erzählt, dass er Elijah Craig 12 Jahre schon auf Amazon für 120 Euro. Also das Baby hat sich schon verfünffacht. Ich sag mal so Bitcoin. Oh geil, geil, geil. Ja, ja, super, super. Wir reden gerade mit dem Barkeeper, sorry. Bitcoin ist ein Scheiß dagegen. Fucking Kryptowährung. Hat nichts drauf, was den Wertgewinn von Bourbon angeht. Da kann Bitcoin sich mal hinten anstellen. Also André hat ausgesorgt. André hat sich wahrscheinlich gerade irgendwie 8 Schlösser gekauft, weil er hat irgendwie einfach mal Bourbon investiert. Nicht so wie die ganzen Nerdlappen in Kryptowährungen. Er hat mal richtig Gas gegeben. Egal. Auf jeden Fall,
André empfiehlt, und das kann ich sehr gut verstehen, wenn man ihn noch findet, irgendwie für unter 50 Euro, ganz früh hat er mal 23 gekostet oder 22, den Elijah Craig 12 Jahre, er verschwindet vom deutschen Markt. Einige Händler haben es noch nicht realisiert, manchmal findet man noch Flaschen, die extrem günstig sind. Also alles unter 50 Euro sofort kaufen. Einige kann man auch alles unter 100 Euro kaufen, weil das ist einfach sozusagen Angebot und Nachfrage. Da geht einiges. Und der Elijah Craig 12 Jahre ist einfach viel Bourbon für wenig Geld. Und das schadet nicht. Aber tatsächlich, welchen Bourbon trinken wir, welchen Manhattan trinken wir jetzt, André? Jetzt trinken wir ein Michters Rye Manhattan mit dem Gokia Wermut. Sehr gut. Also wir gehen jetzt auf Michters Rye. Und Gocki. Gocki, Gocki, Gocci, Gocki, wie auch immer. Gnocchi. Genau, ausgesprochen wird. Gnocchi Wermut. Als Wermut. Auch super geiler Wermut. Oh, das sieht schon sehr lecker aus. Ah, ich freue mich extrem gut. Übrigens haben wir eine Michters Masterclass in Embolderman. Ich weiß nicht wann, ich bin noch zu betrunken. Wir haben heute eine E-Mail gekriegt. Am 20. Februar. Deswegen arbeite ich gerne mit André zusammen, weil der kann sich sowas merken. Am 20. Februar gibt es eine Michters Masterclass im Boilerman. Und wer dabei sein will, kann mir eine E-Mail schicken. Wir haben, ich behaupte mal, so 6 Plätze zu verschenken oder 5. 4, 5, 6 Plätze haben wir zu verschenken. Muss mir eine E-Mail schicken. Der ist dabei. 2 Stunden geht es nur um geilen amerikanischen Whisky und um Michters. Wir freuen uns und tatsächlich würde ich jetzt mal sagen, wir blenden langsam aus, denn zum einen ist dieser professionelle Barkeeper hier in dieser fantastischen Bar auf Mallorca jetzt mit dem Manhattan fertig. Er fügt gerade noch eine handgeschröpfte Kirsche hinzu, was uns sehr gefällt. Und deswegen blenden wir mal an dieser Stelle aus, weil ich befürchte, besser wird's nicht. André, möchtest du noch was sagen? Langsam ist der Barkeeper auch genervt von unserem Gesappel. Ich möchte einfach nur, dass wir anfangen zu... Wieso haben die Idioten im Mikrofon? Okay, tschüss. Achso, ganz wichtig, André. Trinken Sie weiter, aber... Tschüss. Nein, das heißt, trinken Sie gut. Trinken Sie gut, tschüss. Alle weiteren Empfehlungen eines Trinkers finden Sie auf trinken.jrgmyr.net und dort finden Sie auch ein Newsletter-Signen und ich würde Sie bitten, gerade wenn Sie im Großbereich Hamburg wohnen, sich dort einzutragen, denn über die Newsletter spreche ich Einladungen zu Trinkveranstaltungen rund um Hamburg aus, denn lass es alle Theorie, es geht natürlich auch ein wenig um Praxiserfahrung. Bis dahin.